Hallo und herzlich willkommen in meiner Küche. Ich habe heute wieder ein sehr, sehr leckeres Gericht rund ums Thema Römertopf dabei. Diesmal mit der Black Edition, also mit der schwarzen Edition. Was daran so besonders ist, das verrate ich jetzt, ne? Das bleibt mal ein Geheimnis. Da könnt ihr euch drüber informieren. Ich meine, es gibt ja genug Medien, wie das relativ schnell geht, wisst ihr. Ich zeige euch jetzt aber eins meiner Highlights, die ich in diesem schmucken Töpfchen zubereite. Und zwar habe ich Lachs, ich habe Heu, ich habe Holz, ich habe Rotkohl. Den kann man auch gegen Weißkohl, Chinakohl oder was anderes ersetzen. Warum wir den brauchen, sage ich gleich. Wir haben Pernod und wir haben ein bisschen Feuer. Und das Schöne ist, es geht ratzfatz, ist gleich gemacht. Man hat viel Zeit hinterher und hat ganz viel Ruhe. Also, wir fangen mal an. Wir packen mal Heu, das ist Barbecue-Heu, das kann man im Handel kaufen. So, das packen wir einfach da rein. Dann packen wir ein bisschen Räucherspäne mit rein, also Holzspäne, Räucherchips, da kann man natürlich auch variieren. Jetzt könnte man hergehen und könnte sagen, man macht Thymian rein, macht Rosmarin rein, Salbei. Man wässert den Topf, den Keramiktopf, der ist in der Lage, Wasser aufzunehmen. Und kann natürlich sagen, man wässert ihn vorher, man macht einen Sud unten rein mit einem Aromageber, das heißt eine Essenz aus diversen Sachen. Das mache ich alles, ne? Das schenke ich mir. Ich nehme den Rotkohl, schneide den mal kurz ein. So, dann teilen wir den am besten. Und dann lege ich den aus. Letztendlich hat es einzig und alleine den Zweck, dass der Fisch nicht auf dem Heu und im Holz liegt, weil das mag ich nämlich nicht. Also ich mag den, wenn ich ihn nachher raushole und er fertig ist, dass er dann unten hat zwar Haut, aber dass er dann unten so ein bisschen. Man kann es so natürlich auch ohne Haut machen, als reines Filet. Und dann wird es sehr schön. So. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Pernod. Den gießen wir jetzt mal außen rum. Das muss man nicht, aber man kann natürlich einen anderen Alkohol nehmen. Kann man auch ganz weglassen. Für mich ist es einfach Pernod zum Fisch. Das gehört dazu. Das gibt eine besondere Note. Letztendlich funktioniert aber auch ohne. Jetzt kommen wir zum Highlight. Der Pernod brennt natürlich auch. Jetzt fackeln wir das Ganze ein bisschen ab. Na, ruhig gut ein bisschen Feuer drauf. Mir geht es nicht darum, dass der Fisch jetzt gegart wird, sondern mir geht es einfach darum, das sieht man, ne? Man riecht es auch gleich, dass eine wunderschöne Räuchernote entsteht. Das heißt, es brennt unten ganz leicht durch den Alkohol. Das Heu fängt an zu kokeln. Die Räucherspäne tun ihren Rest. Kann man zwei, dreimal wiederholen. Man kann es auch brennen lassen, wenn es brennt. Man kann natürlich dann auch während des Brennens den Deckel drauf machen, dann wird es erstickt. Und der ganze Rauchgeschmack geht rein. Das ist auch das Ziel, was ich letztendlich habe. Man sieht es, ne, Rauch staut auf. Das ist natürlich eine sehr schöne Geschichte, weil nachher der ganze Rauch in den Fisch kommt und er wird super sensationell saftig gegart. Einmal mehr noch. So, jetzt schnell der Deckel drauf. Dann zieht der ganze Rauch und das ganze Aroma in den Fisch. Warum mache ich das im Römertopf? Kann ich das auch in einem anderen Topf machen? Ja. Aber natürlich ist die Gefahr groß, dass es anbrennt, dass der Topf beschädigt wird. Das passiert beim Keramiktopf nicht. Vor allem ist der riesengroße Vorteil, dass der Geschmack intensiviert sich. Das heißt, er geht in den Lachs rein. Wir brauchen kein Fett, wir brauchen keine Feuchtigkeit, wir brauchen gar nichts. Wir haben nur das Produkt und den Geschmack des Produkts. Und mehr kommt hinterher nicht rüber. Und ich kann natürlich die Nuancen bestimmen, die ich drin haben möchte. Das Weitere ist, ich bin fertig mit meiner Vorbereitung. Ich stelle ihn in die Ecke, schiebe in den Ofen, habe jetzt bei 80 Grad schön langsam gegart. Wir wollen ihn ja sanft garen. Wir haben 1,5 Stunden Zeit. Ich mache mir ein bisschen Freizeit, bereite meine Beilagen vor und zeige euch nachher, was daraus geworden ist und wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Der Lachs war jetzt schön in Ruhe im Ofen. Den hole ich jetzt gleich raus. Sonst ist er nämlich gar. Ich habe ihn ein bisschen höher gestellt, weil ich hatte es eilig. Weil mich ein Hüngerchen geplagt hat. So. Wie ihr seht, ich habe davon eben, könnt ihr in einem anderen Video sehen, Spargel mit Kartoffeln aus dem Römertopf, aber eine andere Geschichte gegart. Ganz lecker, das ist mein Mittagessen. Oh, sensationell. Der Geruch, so ein bisschen Pernod-Note, Holz, Heu, Rauch.
So, dann holen wir mal das gute Stück raus. So. Jetzt sieht man schon schön. Wunderbar. Dann war jetzt ein bisschen, man kann ihn natürlich ein bisschen kürzer machen, wenn man mag. Aber fertig gegart. Super gut. Probieren wir ein Stück, ne? Und ihr seht schon beim Anschneiden, der ist halt butterzart, ne? Ist butterzart, unten die Haut, Rotkohl kann man mitessen. Mm. Super saftig, super lecker, äußerst intensiv. Sehr, sehr gut. Nachmachen. Viel Spaß dabei. Lasst es euch gut gehen und bis bald, ne?